Wie viele von euch kennen Menschen, wenn du mit denen Monopoly spielst und die gewinnen nicht, ist der Tag für die vorbei? Was haben die denn für Klamotten an, wenn du die auf einer Party siehst, sagst du, schicke Schuhe, sagt der Amazonasfrosch, mein Freund, von schwedischen Jungfrauen vorgekautes Leder. Ich möchte euch gerne in den nächsten 18 Minuten ein Modell vorstellen, welches vor genau 12 Jahren mein Leben komplett verändert hat. Und hier kommt meine Frage. Wie viele von euch hätten gerne, dass andere Menschen genau das tun, was du möchtest? Die dabei nicht die Hand heben, die Leute, da müssen wir wirklich im Einzelcoaching nochmal drüber reden, aber mir ist in vielen Jahren in der Arbeit mit Menschen was aufgefallen. Da gibt's Menschen, die kommen in einen Raum rein und innerlich denkst du so, nee, also ich glaube, mit dem wird's richtig schwer, mit uns beiden. Wie viele von euch kennen das? Kennt ihr? Und jetzt ist genau dieser Typ dein Schwiegervater oder deine Schwiegermutter oder noch schlimmer, der HR-Chef, wo du durch musst. Und dann habe ich ein Modell kennengelernt, das hat ein sehr intelligenter und cleverer Mann geschrieben. Und hier ist der Deal für die nächsten 17 Minuten. Für all das, was wir jetzt machen, musst du nicht sonderlich intelligent sein, nur ein bisschen clever. Und ich bitte dich jetzt, die Person, die neben dir sitzt, anzuschauen und ihr zu sagen, es gibt Hoffnung für dich. Du musst dafür nicht intelligent sein, nur ein bisschen zuhören. Aber der sich das ausgedacht hat, der ist mega intelligent. Der hat 500 vor Christus gelebt. Der ist zurzeit tot. Und der heißt Hippokrates. Das war so ein Philosoph. Geiler Job, sitzt auf dem Stein, denkst dir irgendwelche Sachen aus. Und der hat gesagt, wenn du möchtest, dass andere Menschen genau das tun, was du möchtest, musst du die Sprache der anderen Menschen lernen. Und als ich das erste Mal gehört habe, habe ich gedacht, ja, wie meinen die das jetzt? Französisch, Englisch? Nein. Was die meinen, ist Folgendes. Ich werde euch jetzt 4 Menschentypen vorstellen und ihr sagt mir einfach, ob ihr die kennt und ob solche Menschen in eurem Umfeld gibt. Sollten diese Menschen hier im Raum sein, sind Korrelationen rein zufällig gewählt. Wir beginnen mit dem ersten Menschentyp. Der erste Menschentyp ist der Wal. Und Wale sind auf die Welt gekommen, aufs Mutterschiff Erde, mit einer einzigen Frage im Kopf. Und die lautet, was haben andere Menschen davon, dass es mich gibt? Und solche Menschen, die so denken, sind mega praktisch. Weil ich gebe Ihnen ein Beispiel, wenn Sie auf einer Party sind und Sie erzählen einer Gruppe von Menschen, dass Sie umziehen, was sagt der Wal? Intuitiv, brauchen Sie nichts für zu machen. Ich helfe dir. Innerlich nach diesem Modell macht es bei dir in Zukunft sofort Klick, geilen Wal. Kommt ja viel besser. Und jetzt erzählst du, wann am Sonntag der Umzugswagen kommt. Jetzt sagst du, der kommt morgens am Sonntagmorgen um 8. Wann ist der Wal da? 7 Uhr, was hat er dabei? Alles! Frisch gemachte Brötchen, schön mit Max, die ganze Nacht geschnitten, alles für dich, Thermoskanne Kaffee, Umzugskartons. Und wisst ihr, was das Allerbeste ist? Was hat er denn noch dabei? Andere Wale. Weil die wollen ja auch alle helfen. Und Menschen mögen ja Menschen, die uns ähnlich sind. Deshalb, wen mögen Wale denn am liebsten? Andere? Und deshalb gibt's Feriengebiete, da gibt's nur... Wo fahren denn Wale in Urlaub hin? Das fängt mit C an, das lieben die. Was mögen die gerne? Camping! Wale lieben Camping! Was machen Wale im Campingurlaub? Ja, genau das, was sie zu Hause machen. Waschen, putzen, kochen. Und dann kommen die auf den Campingplatz an und rufen ins Nachbargrundstück. Ihr braucht euch um nichts zu kümmern. Wir machen alles für euch. Und jetzt werde ich wieder ernst. Ich habe im Studium vor vielen Jahren eine Vorlesung gehabt, die hat mich sehr zum Nachdenken gebracht. Und da ging es darum, dass Medienanstalten Shows kreieren, um dann Werbung für Menschentypen zu platzieren. Wie assi ist das denn? Jetzt stell dir mal vor, du bist hauptberuflich Wal. Ne? Also du bist so ein richtiger Helfer. Wenn du Monopoly spielst, lässt die anderen gewinnen. So ein Typ bist du. Ja, du bist in völliger Harmonie. Und da gibt es Sendungen im deutschen Fernsehen, da stehst du voll drauf. Sag mir mal eine Sendung.
Sag mir mal eine. Ich guck kein Fernsehen, ne? Es kommt abends zu solchen Veranstaltungen. Ist auch gut so. Sag mir mal eine. Bauer sucht. Kein Pflaume, nur die Liebe zählt. Und der Wal, da sitzen 12 Millionen Wale, weinend vorm Fernseher, weil der Maputo die Gisela im Urlaub kennengelernt hat. Jetzt treffen die sich wieder. Und genau in dem Moment, wo der emotionale Klimax in dieser Sendung war, wo die sich gerade wiedersehen und sich, Cut, Werbung. Und wenn du jetzt clever wärst und wüsstest, dass es die gibt, welche Werbung würdest du jetzt platzieren? Wo zwei Menschen im Regen aufeinander zulaufen, weinend mit einer riesen Merci-Packung im Gesicht. Und dann geben die das und am nächsten Morgen laufen 12 Millionen Wale zum Supermarkt und kaufen was? Merci. Und wenn du mal drüber nachdenkst, macht das eine Menge Sinn. Was haben denn Wale für Klamotten an? Tragen die bunt und ausgeflippte Sachen? Nein, was haben die an? Eher dunkel und gesetzt. Wenn Wale zu spät kommen zu so einer Veranstaltung wie hier, wie kommen die denn rein? Kommen die so rein? Nabend! Ist das der Wal? Niemals. Ich gebe ja viele Firmenseminare. Die Wale, die bleiben vor der Tür stehen, haben tennisballgroße Schweißperlen auf dem Kopf. Und dann klopfen die. Und dann sagen sie das Wahl-Lieblingswort. Da haben wir Callcenter drauf abgerichtet. Was ist das Wahl-Lieblingswort? Entschuldigung. Wie viele von euch kennen Menschen, die sich immer für alles entschuldigen? Und jetzt ist es richtig gemein. In Callcentern, wenn dann jemand anruft und sagt, entschuldigen Sie bitte, ich möchte gerne einen Telefonvertrag, dann weiß der Callcenter-Agent schon, da ruft einen was an. Und jetzt fängt er an, welche Sprache zu sprechen. Walisch. Und redet über Meerschweinchen und kleine puschelige Dinge und dann kaufen die ganz teuren DSL-Verträge. Ist ziemlich gemein, oder? Die Welt braucht eine Menge Wale, aber es gibt auch noch einen anderen Typen, das ist der nächste. Und das ist der Hai. Und wenn der Wal sich die Frage stellt, von morgens bis abends, was haben andere Menschen davon, dass es mich gibt, dreht der Hai einfach diese Frage um und sagt, was habe ich davon, dass es was andere gibt. Komplett anderer Menschentyp. Wie viele von euch kennen Menschen, wenn du mit denen Monopoly spielst und die gewinnen nicht, ist der Tag für die vorbei? Was haben die denn für Klamotten an, wenn du die auf einer Party siehst, sagst du, schicke Schuhe, sagt der Amazonasfrosch, mein Freund, von schwedischen Jungfrauen vorgekautes Leder. Wo du sagst, yo, 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 ist ja gut. Ganz anderer Menschentyp. Ich war vor 3 Jahren bei einer Veranstaltung bei einem großen Versicherer in Deutschland, da waren ganz viele was. Haie, kommt ein Typ 1,5 Stunden zu spät, da musst du dich erstmal trauen, 1,5 Stunden, fährt mit dem Auto fast in den Raum rein, Lichtkegel auf die Bühne, haut die Türe zu, ein 500er Mercedes, läuft rein, setzt sich hin, ich sag, darf ich eine Frage stellen? Sagt er, eine darfst du. Wie viele von euch ist schon mal aufgefallen, dass Haie eine besondere Art zu reden haben? Eine darfst du. Ich sag, meine Frage wäre folgende. Sag ich, wie alt bist du? Sagt er, 21. Hast du sonst noch eine Frage? Ich sag, eine hätte ich noch. Sagt er, bitte. Sag mal, wie fährt man mit 21 in 500er Mercedes? Sagt er, weil es keinen 600er gibt, du Vogel. Ganz anderer Menschentyp. Ganz anderer Menschentyp. Wo fahren die Haie denn in Urlaub hin? Ich sag mal keine Haie hier, wo fahrt ihr denn in den Urlaub hin? Gibt eigene Las Vegas, mit wem? Scheißegal, Hauptsache sieht gut aus. Ganz anderer Menschentyp. Und dem musst du Dinge auch anders vermitteln und verkaufen im Leben. Also alle Verkäufer hier, die im Raum sind. Mit Haien musst du welche Sprache sprechen? Haiisch, sonst hört er dir nicht zu. Sprichst du walisch mit dem? Vielleicht, der hört dir überhaupt nicht zu. In der Eheschließung, auch schwer, die beiden. Ich habe eine Zeit in Amerika gewohnt, da durfte ich nicht so Trainings machen wie hier. Da brauchte man eine Lizenz, habe ich Paartherapie gemacht. Das funktioniert super mit diesem Modell. Einfach guck, welche Tiere kommen da rein. Aber es gibt Gott sei Dank, oder vielleicht ist es so, nicht nur Haie und wie hießen die nochmal? Ich habe es vergessen. Wale, sondern es gibt noch einen. Und das ist der Delfin. Pass auf, und jetzt wird's richtig gut. Wenn die Wale auf die Welt gekommen sind, um anderen Menschen zu helfen und der Hai sich die Frage stellt, was habe ich davon, dass es andere Menschen gibt, stellt der Delfin sich von morgens bis abends eine einzige Frage und die lautet wie? Wo ist die nächste Party, Alter? Komplett anderer Menschentyp. Wie kann ich hier mit Minimum Input Maximum für mich rausholen? Was haben Delfine für Klamotten an?
wenn du eine All-in-White-Party machst, was hat der Delfin an? Rot! Rot mit irgendwas Blinkendem im Mund. Für die gibt's eigene Produkte, eigene Fernsehsendungen. Für Delfine gibt's eigene Fernsehsendungen. Stefan Raab, Wok-Weltmeisterschaft. Da fahren Leute in einem Wok einen Eiskanal runter. Wer fährt da mit? Delfin. Was machen die Wale? Die stehen mit dem roten Kreuz-T-Shirt an der Seite. Und der Hai hängt Werbebanner auf. Ist gar nicht schwierig. Wo fahren denn Delfine in Urlaub hin? Gibt's eigentlich, da sind Millionen davon. Lorette Mar Busreise. Pass auf. 99 Euro, 2 Wochen all inclusive. Da fallen die nach 2 Wochen hier wieder, die sind am Ortsausgangsschild von Frankfurt, lattenstramm. Fallen hier nach 2 Wochen wieder aus dem Bus, sagst du, wo warst du? Sagen die, keine Ahnung, war aber geil. Ganz anderer Menschentyp. Ganz anderer Menschentyp. Und ich will wissen, ob ihr bisher das Modell verstanden habt. Fahren da Wale mit zu der Veranstaltung? Nein, der fährt den Bus. Wem gehört die Firma? Ist soweit verstanden? Ja, soweit haben wir. Das Ganze würde aber durch meine Lieblingstypen nicht funktionieren. Das ist der letzte in unserem Modell. Und das ist die. Und jetzt kommt immer eine Frage. Hier sind 700 Leute und ich weiß, die Frage kommt. Ja, da war's. Warum ist das denn ein Fliegtier und das andere sind alles Seetiere? Das ist eine Eulenfrage. Weil bei der Eule ist gerade das Muster im Kopf kaputt gegangen. Eulen sind auf die Welt gekommen, um was zu tun? Hinterfragen. Zu hinterfragen, um ER-Berufe zu erlernen. Chemiker, Physiker, Bibliothekar, Ingenieur, alles ER, alles Eulen. Und die Eulen, wenn du denen einen Vertrag hinlegst, was machen die damit? Die lesen das. Wenn du ein Produkt verkaufst, was weiß die Eule über dein Produkt? Alles. Kommen Eulen zu spät zu Workshops wie hier? Niemals! Aber hier ist mein Lieblingsindiz, wenn Eulen zu spät kommen. Das ist das Allergeilste. Ich mache das seit 15 Jahren. 2000 Seminartage, ich habe sie studiert. Die. So, wenn die Eule zu spät kommt, die hat einen bestimmten Klopfstil. So. Und jetzt macht die was. Was sagt die jetzt? Das ist der Erklärbär. Wie viele von euch kennen Menschen, die Antworten geben, ohne dass ihr eine Frage gestellt habt? Das ist die Eule. Die Eulenentschuldigung sieht ungefähr wie folgt aus. Mein Bus kommt jeden Morgen um 6.04 Uhr. Die ist die 409 vom Ottenbucher Bahnhof bis zur Nüllerstraße. Die hatte heute 3 Minuten Verspätung. Deshalb habe ich die Verbindung verpasst zum Hauptbahnhof. Und deshalb bin ich hier zu spät. Und mein Volvo war auch kaputt. Der muss ein bisschen sitzen mit dem Volvo. Dann habt ihr den. Sein Volvo ist auch kaputt. Welches Tier kauft Volvo? Ah. In dem Moment, wo der diese Tirade an Fakt losgelassen hat, was sagt oder denkt der Hai? Hinsetzen, Fresse halten. Was sagt oder denkt in dem Moment der Wal? Du Armer, du bist bestimmt mega gestresst. Hör mal, ich hab hier Kekse, Kaffee, alles für dich. Was denkt oder sagt der Delfin? Hör mal, chill mal out, Alter, ich bin selber gerade erst gekommen. Ich verstehe das Problem nicht. Ganz anderer Menschentyp. Ganz anderer Menschentyp. Ist total geil. Wo fahren denn Eulen in Urlaub hin? Oder ich habe eine bessere Frage. Woran erkennst du bei Ferienbeginn in deiner Stadt, wo du wohnst, dass in einem Haus Eulen wohnen? Ja, der ist ein bisschen. Nee, Wohnwagen ist ja der Wahl. Einige Eulen haben das auch. Woran erkennst du das? Wann wird denn das Auto gepackt? Am Vorabend mit einem Packplan. Und wir haben Nachbarn als Eulen. Oh Gott, das wird aufgenommen jetzt. Ich muss total vorsichtig sein. Wenn die jetzt auf Reisen gehen, was haben die jetzt dabei? Alles. Die können mit dem Volvo einen atomaren Anschlag überstehen. Und den Zika-Virus auf Sylt. Alles.
Und da meine Zeit schon fast vorbei ist, möchte ich die letzte Warnung aussprechen. Es gibt eine Klamottenmarke, die darfst du nur tragen, wenn in deinem Profil, ich schenke euch gleich einen Persönlichkeitstest, wenn da rauskommt 100% Eule, nichts, 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 dann darfst du diese Klamottenmarke tragen. Wie heißt die? Birkenstock. Jack Wolfskin. Du darfst nur als hauptberufliche Eule Jack Wolfskin tragen. Ich sehe es in Seminaren immer wieder, Herr Beck, das ist so schön praktisch. Ich kann hier die Beine abmachen. Bei minus 9 Grad. Ich kann das hier auch öffnen, hier unten. Das sieht scheiße aus. Darfst du nicht anziehen. Jetzt brauche ich noch eine Minute, damit ihr auch was habt von dem Ganzen. Gehen wir kurz in Beziehungen. Wer darf wen heiraten? Wir machen das ganz schnell. Wenn ihr nach den Test macht, ja, tut mir einen Gefallen, sagt der Tobi, hat das gesagt, ja, mit eurem Partner, aber macht den Test gemeinsam. Wer darf heiraten? Ruf rein, was läuft gut? Wahleule. Wahleule läuft gut, warum? Warum dürfen die heiraten und Wahleulenbabys bekommen? Wer fängt denn an zu reden von den beiden? Na, die Eule. Was erzählt die, was keine Sau interessiert? Der Wahl ist froh, dass jemand mit ihm spricht oder dann nicht vom Hai attackiert wird. Oder? Dann sind die glücklich. Kriegen Babys. Wer darf noch heiraten? Hai und Delfine dürfen heiraten. Worüber reden die? Über sich. Die reden beide über sich. Die gehen zum Beispiel beide Skilaufen. Er in St. Moritz und er in eine Skihalle in Neuss. Haben aber eine Schnittmenge. Bei wem geht's so lala? Eule Hai. Eule Hai ist okay, brauchen Eheberatung. Genau mein Geschäft. Wenn die kommen, ist geil auch wie Eulen, ich über Eulen, da könnte ich jetzt der Wahnsinn. Wie die ein Auto abschließen, die Eulen. Weiß ich schon, wer kommt, ist total geil. Also die beiden hier ist okay in der Ehe, brauchen halt ein bisschen Hilfe. Wer ist noch okay? Wahldelfin dürfen auch heiraten, brauchen ein bisschen Hilfe. Ich gebe euch ein Beispiel für euren Kopf. Ihr geht in Frankfurt oder in der Stadt, wo ihr wohnt, aus und da kommen in den Club drei Delfinmädchen rein. Was haben die immer, und ich betone immer, dabei? Ein Wahlmädchen. Warum? Eine muss doch fahren. Und das ist überhaupt nicht böse. Moment! Das ist überhaupt nicht böse gemeint, weil das Wahlmädchen will ja fahren. Soweit verstanden. Jetzt gibt's zwei Todesstöße. Wenn du die heiratest, hast du echt ein Problem. Eule-Delfin-Kombination. Die verheiratet, stell dir mal vor. Die lernen sich kennen. Er sagt, lass uns mal richtig schön Bungee-Jumpen gehen nächste Woche. Sagt die Eule, sind letztes Jahr 126 Menschen bei tödlich verunglückt. Ja, ist ja nicht so schlimm, sagt der Delfin, dann lass uns wenigstens richtig schön einen reinstellen heute Abend, sagt die Eule, ich bin Lacto-Vegetarier und ich trinke auch keinen Alkohol. Wird schwierig. Letzte Kombination. Hai und Wal dürfen auch nicht unbedingt heiraten. Er oder sie versucht ihm die ganze Zeit alles zuzuliefern und ihn zu bedienen. Und der Hai spricht einfach nicht seine Sprache. Hier ist der Deal bei den vier Menschentypen. Jeder von euch kennt die und sieht die jeden Tag. Und hier kommt mein Versprechen, das habe ich euch nämlich schön implementiert im Kopf. Die wird am Flughafen nie mehr langweilig. Die wird nie mehr langweilig. Nie wieder. Du stehst beim Check-in, da schreit einer von denen, ich bin Senator, lass mich durch. Welcher ist das? Der Hai, vielen Dank. Dann kommt eine Familie mit vier Kindern, 9 Querflöten, 3 Gitarren. Mutti hat für sich nichts dabei. Hauptsache allen anderen geht's gut. Wer ist das? Und dann kommt jemand zum Vorabend-Check-in. 3,5 Stunden zu früh. Wer ist das? Und wer verpasst den Flug wie jedes Mal? Gut. Ich wünsche euch einen fantastischen Abend, wenn ihr den Test machen wollt. Hier ist er. Vielen Dank. Dankeschön. Tobias Beck! Dankeschön. Hallo, wir sind Gedankentanken, die Plattform, die dich weiterbringt. Wie hat's dir gefallen? Was fandst du richtig? Was siehst du anders? Bitte kommentiere doch und abonniere hier unseren Kanal. Und
bitte schau dir auch gleich hier das nächste Video an, da ist wieder was für dich dabei. Und wenn dich das Thema persönliche Weiterentwicklung interessiert, das absolute Superangebot, und zwar hier findest du unser Gedankentanken-Basisseminar Dein Mindset für Glück und Erfolg. Also wenn du Lust darauf hast, Erfolgsstrategien für Job und Privatleben zu erlernen von richtigen, coolen Experten, dann ist das hier das Gratis-Seminar, für welches du dich jetzt hier anmelden kannst. Und ansonsten würde mich freuen, wenn wir uns mal persönlich kennenlernen, vielleicht auf einem Gedankentanken-Event oder aber wenn du mindestens mal unsere Website besuchst, www.gedankentanken.com. Dort findest du jede Menge spannende Seminare und Angebote und wir sind im gesamten deutschsprachigen Raum unterwegs, also wahrscheinlich auch bei dir um die Ecke.